Okay, da habe ich die Radioaktivität gesehen. Wahrscheinlich darf ich mich hier nicht zu lange aufhalten. Fledermäuse. Okay, gut. Sollten wir vielleicht hinbekommen? Oh mein Gott, das fällt ja runter, fällt mir gerade ein. Nein! Nein! Nein, nein, nein. Ich wollte gerade sagen, warum ist der eine Fledermaus noch tot? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum bin ich gestorben? Nur weil ich an so einer dummen Stelle. Oh, hi! Könnt ihr eigentlich auch hier auch so töten? Ich würde am liebsten den Cortex hinten lassen, aber. Weil mit dem bin ich so schlecht. Das Blöde ist ja, glaube ich, der beamt sich ja nicht hinterher. Auch wenn ich eine gewisse Entfernung von ihm habe. Aber die ist auch denkbar ungünstig platziert, die Fledermaus. Okay, es geht eigentlich, klar. Man muss wirklich nur ein bisschen Glück haben, dass der Fledermaus nicht genau in dem Moment ankommt, wenn man da auch langkommt. Das ist natürlich das Beste. Ansonsten kann man sich natürlich auch einfach obligatorisch töten. Im klassischen Sinne. Okay, noch ein Checkpoint. Das ist verdächtig. Okay. Der Kristall gehört mir. Sagt er mir dann immer von wegen so, dass hier was in der Nähe ist oder so? Oder sagt er es einfach alle paar Minuten mal? Meint er mit den Kristallen die Edelsteine oder? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, gut, dann machen wir dich erstmal zum. Ne? Ne, dahinter ist auch nichts. Ich kann mich natürlich auch mal oben umgucken, ne? Nicht runterfallen! Cortex, bitte nicht. Das war ganz schön knapp, du. Nein! Das war's. Danke, dass du da bist, Checkpoint. Ich liebe dich. Ah, hier kriegt man jetzt auch noch kaum noch Wunderfrucht. Kann das sein? Boah, es wird so ein Fest, ne, wenn ich in die alten Level zurück muss, um die restlichen Edelsteine zu holen, ey. Dafür habe ich mich selbst geopfert, ich Vollidiot. Ich hätte ihn einfach runterfallen lassen müssen. Sollen. Lassen. Bla. Satzbau wieder mal nicht vorhanden. Auf jeden Fall, ey, bis ich mal gefunden habe, ne, wie ich zurückkomme und so ein Scheiß. Ich hoffe mal, es gibt hier so eine gehen das Level zurück Funktion. Das wäre natürlich sehr schön. Ah, danke. Ich hab's mal geschafft, ich glaube nicht. Der kommt direkt in die Spülung oder was? Okay. Aber ich glaube, ich muss dann zuerst hier ein paar Sachen aktivieren. Aktivisieren. Oh, hallo. Okay, holen wir uns jetzt mal den da unten. Da haben wir jetzt fast alle, ne? Für so einen Speicherpunkt, so ein Scheiß. Was ist los? Okay. Ja, ich habe gedacht, der mittlere geht auch hoch. Verflucht. Nein. Ah, wir haben den Edelstein schon mal. Und wir sind gleich Game Over. Müssen wir also mal machen. Speicherpunkt, bitte sei da. Ich glaube, das wird ab hier so sein, dass ich mich einfach von Speicherpunkt zu Speicherpunkt kämpfen muss, bis ich dann letztendlich den Cortex opfere. Und tschüss. Scheiße. Arg. Nee, dass ich wirklich von Speicherpunkt zu Speicherpunkt kämpfe, dann Game Over gehe, um dann wieder mehr Leben zu haben. Das ist traurig. Aber ich kann es halt nicht besser. Ich könnte natürlich auch in irgendwelche alten Level zurückgehen, mir 1000 Leben holen, aber nee, das ist ja nicht meine Art. Ich mach's einfach langsam. So, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. So. Geht doch. Okay. Spülung aktivieren wir noch nicht, denn ansonsten ist Cortex nämlich tot. Okay, der mittlere bewegt sich nicht. Der ist keine Angst haben. Okay, ich warte lieber noch einen ab. So. Warten wir nochmal ab. Und tschüss. Und adios, amigo. Und adios, muchacho. Adios, mi hombre. Ich kann kein Spanisch. Ich wollte gerade sagen, ich muss irgendwie nach da oben kommen, so wie es aussieht. Okay, irgendwie lecken die Dinger gerade so ein bisschen. Zumindest das da hinten. Das bewegt sich nicht so flüssig wie das, was direkt vor mir liegt. Okay. Ein Edelstein noch? Jawohl, okay, dann haben wir es fast geschafft, so wie es aussieht. Hoffe ich mal. Also ein Speicherpunkt fände ich jetzt ganz geil. Ist das ein Aufwand, nur um diese scheiß Röhre hier fertigzustellen, ey. So, macht das kaputt. Dankeschön. Ich will sehen, wie es erscheint. Danke. So. Komme ich von da aus direkt dahin? Und bringt mir das überhaupt was? Ich glaube nicht. Edelstein sehe ich jetzt nicht. Oder?
Das Schöne ist im Spiel wirklich, dass es schon eine gewisse Fernsicht gegeben ist. Das heißt, man sieht von weitem, ob irgendwo ein Edelstein ist oder nicht. Da war jetzt nur der eine. Nur der eine, das reicht ja schon. Gut, Cortex, ja, dann viel Spaß und eine gute Reise, würde ich sagen. Die Frage ist nur, was machst du jetzt überhaupt? Der bewegt sich jetzt aber ziemlich fix, das finde ich auch ganz gut. So. Ich gehe mal darüber so, ne? Da dreht sich keiner um, dass nicht, dass er Stacheln kommen oder so, ne? Ich muss eigentlich nur die Sprünge schaffen. Wenn nicht, dann bin ich tot. Alter! Dann muss ich alles normal machen. Alter! Okay. Okay, gut, geht doch. Wie gesagt, keinen Doppelsprung benutzen. Ich glaube, ich lasse ihn erstmal hier und gucke erstmal, was so vor mir liegt. Ein Checkpoint. Das ist schon mal okay. Ich hätte lieber einen Speicherpunkt. Bin ich ja ehrlich, aber gut. Ich akzeptiere das, was ich bekomme. War erstmal den ersten hier fertig. Ja gut, ich glaube, ich kann den Cortex schon mal hoch. Ich kann ihn schon mal in die Spüle packen. In die Spüle, ja. Hier wird jetzt erstmal schön geschrubbt. So, komm mal mit hier. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Altenpfleger, wenn ich den hier umher schiebe. Nichts gegen Altenpfleger natürlich. Echt ehrenhafter Job, nicht so die Scheiße wie ich mache, Zahlen hin und her schieben. Das ist natürlich praktisch. Super. Finde ich gut. So, okay. Ach so, okay. Ich hing da an dem scheiß Rad fest. Hätte mir fast mein Leben gekostet. Also wirklich mein. Oder ein Leben gekostet. So. Jetzt war jetzt sowieso Voraussetzung, dass ich überhaupt weiterkomme. Ich suche jetzt natürlich auch vehement den letzten Edelstein. Hep, hep. Hier ist nix. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Teil, bin ich ja ganz ehrlich. Wenn wir drauf stehen. Brauche ich nicht. Okay, ich brauche keinen Schiss zu haben. Was? Achso, ich muss wieder zurück, alles klar. Edelstein sehe ich noch nicht, glaube ich. Ich habe echt Schiss hier. Ich bin gerade so angespannt. Das glaubt ihr gar nicht. Ich wäre gerade echt total wach durch die Aufnahme. Ich war gerade voll im Arsch. Weil echt 7 Stunden Sitzung ist echt hart. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir. Jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Ob da nicht irgendwas ist. Aber hier gibt es schon mal 2 Möglichkeiten nach oben zu kommen. Hier sind noch 2 Ventile. Von daher ist es logisch. Okay, aber das Umgucken bringt mir hier gerade nicht viel. Oh, dreh dich, Kamera. Tischlein, deck dich. Alter, ist das eine... Okay, da hinten. Ich habe den letzten Edelstein gefunden. Haha. Jetzt muss ich nur noch einsammeln und speichern. Scheiße. Aber ich kann eigentlich auch manuell speichern. Das heißt, dass ich trotzdem den ganzen Kack nochmal neu machen muss. Ich meine, hier waren die Edelsteine jetzt relativ unkritisch. Aber wenn es hier so ein Level gibt, wo die Edelsteine richtig beschissen sind, könnte ich dann eigentlich speichern und die Edelsteine müssen dann eigentlich... Huhuhu! Alter! Halten bleiben, wollte ich sagen. Boah! Habt ihr das gesehen? Ich stand auf dem Ventil und ich hatte Angst, dass James Bond hier kommt. Nein, dass ich dann kaputt gehe. Okay. Ich mache erstmal das letzte Ventil hier fertig, würde ich sagen. Das heißt dann ja eigentlich theoretisch, dass ich dann... Ah, danke schön. Oh, du Kacke. Dreht sich gleichzeitig um, aber wir sind ein bisschen länger. So, so. Ui! Alter. Auf jeden Fall, das heißt ja eigentlich, dass die Edelsteine dann ja theoretisch noch gespeichert werden müssen. Oder speichert der dann einfach nochmal den Stand des letzten Speicherpunkts, was für mich wenig Sinn ergäbe, wenn ich jetzt daneben gesprungen wäre. Ich hätte mich umgebracht. Hätte ich wirklich dadurch auch natürlich auch gemacht. Aber wahrscheinlich auch in Wirklichkeit. Alter! Okay, gut. So, alle Ventile müssten jetzt eigentlich aktiviert sein. Und Cortex dürfte jetzt eigentlich eine gute Reise haben. Das ist Nirvana. Okay. Oh, Alter. Wir haben alle Edelsteine in diesem Level, ne? Sehr gut. Und 3% haben wir gut, obwohl wir ungefähr 9 Edelsteine gesammelt haben heute schon in 42 Minuten. Ich muss sagen, bisher ist die Aufnahme relativ produktiv. Ich bin überrascht von mir selbst. Okay. Das sind auch keine bösen Plattformen, so wie es aussieht, aber von der 2. zur 3. Plattform, der Abstand, kommt mir echt verdammt groß vor. Ich hasse so... Fick dich! Nein! Was ist denn da jetzt passiert?
Hä? Ich verstehe, also das peile ich gerade echt nicht. Ich habe schon gedacht, hey, komm, ist die Sequenz mit dem Sprung? Och, Mann. Da kann ich jetzt aber wirklich nichts für, oder? Ich kann da ja nicht so mega schnell da irgendwie antanzen. Oh. Das muss jetzt mal Mystery Hendrik. Du bist doch der Erklärbär hier. Dann erklär mir das mal bitte, warum ich jetzt... Also ich schätze mal, Cortex ist verreckt irgendwo. Wahrscheinlich, weil das jetzt gerade so... Da ist ja bestimmt irgendwie so eine Zufallsvariable reinprogrammiert, so. Dass er dann irgendwie so heftig da rausgeschossen worden ist, dass es einfach zu heftig für Cortex war. Aber ich weiß, ich muss jetzt wieder zurück. An sich war es ja auch relativ unproblematisch, hier den Scheiß zu meistern. Okay, machen wir es einfach nochmal, würde ich sagen, ne? So. Dann du weg, Maus. Weg, Maus. Und weg, Maus. Okay, bloß nicht da drauf landen, ne? Weil sonst drehe ich mich über meine eigene Achse. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich habe da ein bisschen Schiss, dass ich da so rauskatapultiert werde, wie nichts Gutes. So, okay, wo muss ich jetzt nochmal lang? Okay, da hinten. Alles klar. Meine Hand schläft gerade ein bisschen ein. Ist schlecht beim Zocken auf jeden Fall. Genau, du warst der böse, böse Ventil. Arsch. So, dann du nochmal. Jetzt ist es eigentlich möglich, da hinten lang zu kommen. Es ist einfach der kürzere Weg, deswegen nehme ich den, oder? Ist es überhaupt der kürzere Weg? Und zack, zack, zack. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich mache das lieber auf Nummer sicher und hänge dann mich lieber hier nochmal rein. So. So, danke. Und Spülung aktivieren. Weh, du verreckst jetzt wieder, Cortex, ne? Ich hasse dich. Dann. Ich meine, ich hasse dich sowieso schon, weil du mir schon seit 4 Teilen versucht hast, auf den Sack zu gehen. Ich gucke in jede Richtung. Das finde ich aber ganz okay, also auch wenn es falsch rum ist. Weil ich gerade auch wahrscheinlich mich selbst angucke. Also ich muss schnell sein vielleicht. Ich will aber nicht schnell sein, bis bei so einer Kacke hier. Nein! 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 Also ich weiß jetzt schon, wenn ich hier Game Over gehe, dann muss ich die Aufnahme leider beenden. Nein. Ich versuche gleich einfach mal schnell zu sein. Auch wenn es für mich nicht möglich ist. Stacheln und weg. Und war knapp, gebe ich zu. Jetzt reißt du langsam mit mir den Geduldsfaden. Nein! Dankeschön. Danke, 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 Spiel, dass du mir nochmal eine Chance gegeben hast für meine Dummheit. Alter. Ich meine, einmal machen die Scheiße ist schon schlimm. Es ist zwar nicht schwierig, aber es ist zeitaufwendig. Zweites Mal diese Kacke zu machen, ohne dass man weiß, so von wegen, ja, ich muss ja schnell sein und so. Das ist dann ärgerlich. Aber ein drittes Mal die Scheiße machen zu müssen, weil man sich dann nämlich stresst, weil man denkt, man muss schnell sein. Wahrscheinlich muss ich am Endeffekt gar nicht schnell sein. Das ist dann wiederum dann so, oh, muss das denn sein? Vor allem, ich glaube, das Problem war, dass ich gesagt habe, bisher ist die Aufnahme noch ziemlich produktiv. Aber es gibt keine produktiven Zugzugaufnahmen. Denn der Dennis kann sowas nicht. Der Dennis bin übrigens ich. Okay, komm, ey, jetzt hier. Lauf, Schlamm. Boah, es ist schon wieder passiert. Ich krieg da immer so einen Prassel, ne, wenn mir passiert. Wow, 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 okay. Das wollen wir jetzt alle, oder? Hep, 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 hep. Das war eigentlich ziemlich okay. Hep, hep, hep. Ist okay, ist okay, ist okay. So, du Penner. Jetzt gebe ich Gas. Versuche aber mit Doppelsprüngen zu arbeiten. Kommt da noch was oder war es das jetzt? Hab ich? Hä? Okay, alles klar. Ich habe gerade irgendwie gedacht, es wäre früher gekommen. Okay. Ich verstehe das nicht. Echt nicht. Was soll der Scheiß? Ich habe doch alle fertig, oder? Weil sonst würde ich ja nicht wieder zurück können.
Weil ich meine, okay, also jetzt wirklich, ich habe echt Gas gegeben. Sobald die Plattformen erschienen sind, habe ich versucht, es zu schaffen. Da lang zu fahren, springen, was weiß ich. Aber es hat nicht funktioniert. Ich war trotzdem zu langsam. Oder sonst irgendwas. Aber mir kam es jetzt auch viel früher vor, dass er gestorben ist. Beim allerersten Versuch hatte ich, glaube ich, mehr Zeit. Vielleicht muss ich den da... Aber ich kann den nicht anders platzieren, weil es ist ja eigentlich scheißegal. Ich weiß mal, der fliegt ja immer gleich durch die Röhre. Okay, aber wenigstens verliere ich dadurch keine Leben. Also wenn ich dadurch Leben verlieren würde, ne, dann wäre ich zum einen natürlich schon Game Over. Und ich würde das Spiel hassen. Und zum anderen wäre es eine ganz schön unfaire Kacke.